Bitte schön, Sir, hier ist Ihr Mittagessen. Willst du mich verarschen? Das nennst du Mittagessen? Ich kann nicht glauben, dass ich, ein Multimillionär, in diesem Loch sitze und diesen Müll essen soll. Sehe ich aus wie ein Hausmeister? Ich werde versuchen, Ihnen eine bessere Unterkunft zu besorgen, Sir. Ja. Warum ist niemand gekommen, um mich zu besuchen? Sag allen in der Firma, dass ich im Krankenhaus bin. Okay, ich weiß, dass Sie sich sorgen. Sie werden kommen. Natürlich. Ich werde sofort allen Bescheid sagen. Ja, das wirst du. Das Zimmer ist gar nicht so schlimm. Ich bin der CEO einer großen Firma. Ich habe ein Privatjet und wohne in einer Villa. Ich bin an höheren Standard gewohnt. Und was machen Sie? Ironischerweise bin ich Hausmeister. Natürlich. Das ist wahrscheinlich erstklassig für einen Hausmeister. Ich sag Ihnen was. Wenn wir jemals aus diesem Drecksloch rauskommen, bringe ich Ihnen ein oder zwei Dinge über Erfolg bei. Hört sich gut an. Hey, Schatz. Hey, Liebling. Ich habe dein Lieblingsessen gemacht, um dich aufzumuntern. Och, nicht doch. Ich vermisse dich so sehr. Ich vermisse dich auch. Ich bin draußen, okay? Danke. Ich liebe diese Frau. Kommt Ihre Frau Sie auch besuchen? Sie meinen Ex-Frau? Ja, sie würde mich wahrscheinlich lieber tot sehen, als mir Essen zu bringen. Als wir uns scheiden ließen, nahm ich den besten Anwalt. Sie hat keinen Cent bekommen. Kein Cent. Oh je. Daddy, das habe ich gemalt. Oh, wow, das ist wunderschön. Danke, mein Schatz. Gern geschehen. Oh. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Ich liebe dich. Tschüss. Tschüss. Sie ist süß. Ja. Was ist mit Ihnen? Haben Sie Kinder? Meine Tochter redet nicht mehr mit mir. Sie denkt, ich war zu beschäftigt, als sie aufwuchs, um auf sie aufzupassen, weil ich eine Firma aufbaute. Wer braucht schon eine Tochter, wenn man so viele Autos hat wie ich? Hallo, Carlos. Hallo, Chef. Was hast du da? Als wir gehört haben, was passiert ist, wollten wir dir was bringen. Du hast ja schon einige Blumen bekommen. Wo soll ich die hinstellen? Gib sie mir. Ich halte sie. Ich komme später zurück und schau vorbei. Alle bei uns im Büro beten für dich. Du hast viel Liebe. Also, gute Besserung. In Ordnung. Danke. Mann, ich hab den besten Chef der Welt. Er hilft mir immer. Ich wette, Sie haben auch viele Mitarbeiter, denen Sie helfen. Nur ein Hausmeister würde so etwas sagen. Man macht nicht den Gewinn, den ich mache, indem man Menschen hilft. Hallo, Sir. Ich habe allen im Büro gesagt, dass Sie im Krankenhaus sind. Und? Kommen Sie? Tut mir leid, aber ich glaube nicht. Nach der letzten Entlassungsrunde sind alle noch immer ziemlich verärgert. Willst du mich verarschen? Niemand kommt mich besuchen? Ich habe alle angerufen, aber sie haben alle gesagt, dass sie nicht sehen wollen. Tut mir leid, aber wir sehen uns morgen. Ich habe vielleicht kein großes Haus, keinen Privatjet oder viel Geld. Aber eine Sache, die ich habe, ist viel Liebe um mich herum. Tolle Neuigkeit. Hallo. Wir bringen dich nach Hause. Wirklich? Ja. Was? Juhu, Papi kommt nach Hause. Juhu. Und alle kommen zu dir nach Hause. Echt? Die ganze Firma kommt, um dich zu sehen. Bedeutet das, dass ich meine Beförderung bekommen habe? Was?